Hallo, was geht? Oh, oh, so. Geht's euch gut? Heute machen wir wieder ein bisschen Minekraft. Ich bin live, das passt auch. Das ist auch alles da. Das ist alles hochgeladen. Ich sehe das gerade nicht, aber... So. So. Das passt auch. Chat einblenden. Und los geht's. Alter, dauert das. Kaum beschwere ich mich. Fuel hat fast 24 Stunden gehalten. Nice. Gut. Gucken wir mal, wie viele... Was die jetzt alles erreicht haben hier. Oh. Nice. So, irgendwie werden da Viecher rauskommen. So, wer ist denn online? Okay, das passt. Gucken wir mal in die Mining Dimension. Oh, nice. Lass mich raten, das ist... Oh, Kacke. Ha. Okay. Ja, ich glaube, ich muss mal ein paar Upgrades bauen, so wie das aussieht. So. Hier auch Functional. Uns mal eben noch ein bisschen Kupfer.
Iron haben wir viel. Hier haben wir viel. Redstone. Oh Gott. So. So, aber was mich jetzt viel mehr interessiert ist, wie sieht die Bastion aus? Ja. Das reicht erstmal. Wie sieht das denn hier aus? Kann man jetzt nicht meckern, würde ich sagen. Hi! Was geht? So. Ich muss erstmal hier irgendwie die Mining Dimension freiräumen.
So. Und zwar, ich kann gleich mal zeigen, was unser Problem hier ist. So. In der Mining Dimension ist unsere Iron Chest vollgelaufen. Und die will ich jetzt eben upgraden. Damit da vielleicht ein paar mehr Gegenstände rein können. Ja, so, das hat gepasst. Ja, hier ist ordentlich Eusmodium. Das passt. Das ist schön. So, wie... So, ich will jetzt ein, Bilder bauen. Habe ich hier. Wir brauchen Cards. Die einmal und eine Query Card. So. Was haben wir denn an Quests? Eusmodium, ja, das haben wir geschafft. Wow. Tool haben wir, ja. It's the beginning. Und hier. Okay, das haben wir ja, das haben wir. Was haben wir denn hier noch abgeschlossen? Okay. Das Missing Table. Ein bisschen was. So, vorgehen. Wie gehe ich weiter vor? Ich glaube, hi. Ich bin gerade am Überlegen, wie ich bauen soll. Oder das weitere Vorgehen. So, da ist jetzt die Frage. Machen wir uns erstmal ein Refined Storage eben fix? Und dann gehen wir auf Bauen und dann erweitern wir das Refined Storage oder
Eher nicht. Da bin ich gerade echt über... Ich glaube, Refined Storage dürfte uns bedeutend besser gerade helfen. Ja. Weil wir müssen ja auch alles Mögliche aufnehmen und die Ressourcen rüberkriegen. Okay. Genau das dachte ich mir nämlich auch gerade. Und wir haben schon die perfekte... Sache. Durch die Quarz-Comps. So, weil... Das müssen wir auch mal eben abreißen. Weil der Plan war, ich würde gerne meine Base so bauen, dass man hier reinkommt und dann mit dem Fahrstuhl nach unten fahren kann. Natürlich auch Teleporter, aber dass man mit dem Fahrstuhl nach unten fährt. Dann hier hat man ein großes Eingangstor. Sowas dachte ich mir. Aber erstmal brauchen wir Ressourcen dafür. Ich glaube, das kann man damit ganz gut machen. So. Chest. Nee, ich würde gerne, und zwar gibt es von Create, Moment, Create, Pulli? Pulli hieß das. Ein Elevator Pulli. Den kannst du bauen und den kannst du mit einem elektrischen Motor versehen. Und den kannst du hier bauen, wie du willst, klebst du zusammen, du hast hier zwei Punkte, kannst dann sogar die Stockwerke auswählen. Genau, so sieht das dann aus. Pro Stockwerk brauchst du dann einen von denen. Hast dann hier den Controller. Und dann kannst du das Ganze hier entweder so steuern oder einen Elektromotor anschließen. Dann verbindet sich das und dann kannst du verschiedene Stockwerke aussuchen. Und dann fährt er automatisch runter. Und das hier kannst du dir aussuchen, wie du bauen, wie du möchtest. Und du baust dann einen zweiten. Müssen zwar auf derselben Achse sein, aber du kannst dann einfach, entweder drückst du hier und der fährt dann hoch und runter, da kannst du das Stockwerk auswählen, oder du kannst auch den Fahrstuhl rufen. Und ich glaube, das dürfte ganz cool aussehen, wenn du dann, wenn man das da mal ignoriert. Ich wollte hier ein riesen Tor hinbauen, eine riesen Eingangstür und dann läufst du durch und kannst mit dem Fahrstuhl runterfahren und kommst dann in die eigentliche Base. Und was ich ganz cool fand ist, jetzt sieht das Grab hier noch relativ uninteressant aus. Aber ich war am Überlegen, hier einfach vor die Tür
eine Art Friedhof oder sowas zu bauen oder irgendwas mit Blood Magic, dass dann hier so, keine Ahnung, ein Villager-Spawner ist, wo dann Villager runterfahren und die werden automatisch geschreddert und geopfert. Für den Blutaltar. Und dann macht man hier noch so einen Blutsee hin und alles in schwarz gehalten und... Und unten ist alles fröhlich mit Bienen. Und dann, weil wir dann ja noch nicht ganz aus meinem Grundstück raus sind, hatte ich dann gedacht, den Weg zu dem Tor, was ich bauen will. Oh ja. Und am Ende ist dann einfach so Blümchenwiese mit Bienen. Und der Eingang ist dann halt so, was ich geplant habe, ist ganz viele von diesen Cherry Trees. Weil die, das Geile daran ist, die verlieren halt diese Blätter hier auch in, ich glaube, ohne Filter macht die das halt auch. Oder ohne Shader. Und dann kommst du auf dieses schwarze Tor zu, mit einem schönen Weg von einem Hafen aus oder so. Und überall stehen Cherry Trees und du kommst da rein und dann ist da einfach ein Friedhof. Dort werden Villager abgeschlachtet und. Und ich glaube, das ist ganz lustig. Dann kommst du halt in das Höllentor. Und, ja. Ich glaube, das dürfte sehr verwirrend für alle sein. Und das Coole an diesen Gräben ist, Gräbern, die hinterlassen auch Nebel. Das heißt, wenn es dunkel wird, ist hier alles voll mit Nebel. Und wenn man das dann die Gräber hier als Deko richtig benutzt, dann ist hier alles voll mit dunklem Nebel. Ich glaube, das dürfte ganz lustig werden. So. Ja, ist mal was anderes, ne? Und dann hinten, dann fährst du den Fahrstuhl runter und dann, keine Ahnung, könnte man vielleicht so einen Übergang machen, dass es so aussieht, als ob man von der schwarzen Oberfläche durch das Nether fährt mit Lava und so weiter. Keine Ahnung, vielleicht kopiere ich mir einfach auch ein bisschen was aus dem Nether raus. Und dann kommst du unten an und dann ist da Blumenwiese. Und alles hübsch. Irgendwie sowas. Und ich habe auch schon geguckt, ich muss die Türme eindeutig ein wenig größer, ein wenig viel größer bauen, so in etwa. Aber ich hatte hier als Idee die... Moment, ich guck mal eben. War das hier, sowas in der Art als Eingangstor zu machen und dass du hier ein Stahltor oder sowas hast, was dann hochgezogen wird durch Create und so kommst du dann in den Friedhof rein, als Beispiel. Aber erstmal alles Technische und dann geht's weiter. Und ich habe auch schon geguckt, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, das Wetter in einer gewissen Umgebung zu bearbeiten oder zu verändern, sodass ich sage jetzt mal, hier die ganze Zeit lila ist oder sowas. Aber ja. Aber fängt das jetzt an? Weil es wird gerade dunkel. Nee, noch nicht. Oh, keine Power mehr.
Point. Wir brauchen einen Point. Silicon. Habe ich schon eine Nomade? Ja, also, wie ich jetzt mit Productive Bees loslegen wollte, war eigentlich, dass man halt immer guckt, okay, was diese Hauptkomponenten, ne? Und dass ich mir dann dazu die passende Biene herstelle, sodass ich eigentlich meine, wie heißt es gleich noch, meine Ressourcen hier fast unendlich erweitern kann, weil ich die ganze Zeit die Bienen dazu bekomme. Aber wie... Ich weiß, dass es von Gregtech Quarz gibt. Wusste ich's doch. Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, Quarzit war es dann nicht. So. Ah, guck mal. Wenn jetzt noch mehr von diesen Gräbern hier stehen, die erzeugen halt alle in so einem 1 bis 3 großen Umkreis diesen Nebel. Leider nur auf der Ebene hier. Ich weiß nicht, ob es eine Möglichkeit gibt, da ein komplettes Gebiet damit zu fluten. Aber nicht danach aus.
So. Wir brauchen den Controller, wir brauchen ein Crafting Grid und wir brauchen ein Disk Drive. Und wir brauchen die. So, wie machen wir das am schlausten? Schritt 1. Pipes.
So. Also wir bauen jetzt natürlich erstmal nur was Kleines. So, wir brauchen ein Crafter, ein Pattern Grid. Security Card. Storage Housing. Ich glaube, ich deaktiviere mal eben den Builder, damit wir mehr Ressourcen bei uns haben. Mehr Strom, so. Ist er quasi.
So, wo waren wir? Hier. Nappend. Nee, leider nicht. Ich bin ja ein blutiger Anfänger. Und ja. Deswegen bauen wir erstmal so. Oh, wir haben kein Redstone mehr. Ja, AE bin ich halt blutiger Anfänger. Und, ja, die Monster, die wir hier töten, die sorgen halt dafür, dass wir besser werden im Spiel. Ja. Vielleicht, wenn das hier lang genug geht, können wir uns das mal angucken. So, was brauchen wir denn für einen Importer?
Ja, ich würde mal sagen, wir gucken einfach mal rein und nach schauen wir dann, wie es läuft. Aber wie gesagt, ich bin da nicht so der Profi drinne und jetzt erstmal die Anfänge schaffen und dann ja, nach und nach vielleicht dann. Oh. So. Ja, aber was ich gut finde, ist, in diesem Modpack gibt es die verbesserten Varianten, so dass du relativ easy an die ganzen Sachen rankommst. Das habe ich schon geschafft. Aber ja, also ich sehe das wie folgt. Woran man mehr Spaß hat, sollte man auch mitmachen. Und Storage-System ist bei mir nur Mittel zum Zweck. Ich habe an anderen Sachen da doch mehr Spaß, wie zum Beispiel mit der Bienenzucht und das Ganze. Aber ich glaube, einige haben halt auch bedeutend mehr Spaß dran, genau die Grenzen von dem ME rauszufinden und damit dann zu bauen und umzustellen und. Also mal gucken, was wir machen. Also erstmal Refine Storage und vielleicht gucke ich mir wirklich mal das ME-System richtig an. Genau, so sehe ich das auch.
Oh, Gold. So. So. Ich brauche... Oh Gott, brauche ich viel Quarz. Okay, dann machen wir das im Next Step. Weise. Also.
Ja, jetzt heißt es erstmal umräumen. Gibt es von Integrated Storage einen Exporter? Oh, da.
Hi. Ja, das freut mich. Wie geht's? Das ist ein Crafter. Nee, eigentlich nicht. Da sind nur ganz viele komische Leute unterwegs. Und bei TikTok auch übrigens.
Also, mir geht's soweit gut. Ich weiß nicht, ob ich es schon beantwortet hat. Und Zuschauer, du hast eindeutig ein Problem. Wie viel von denen willst du denn noch ausbrüten? Ja. Also, ich kann dir was zeigen. Hier haben wir sie vorgestern vergraben. Also, oder begraben. Musst du dann wissen. Ups. Falsches. Gehen wir eben auf händische Suche nach Dingenskirchen. Quad. Ups.
So. Oh. Oh mein Gott. Okay. Backe. Oh. Oh.
Hehe, so. Thank you.
So, next Schritt. Eben Uran holen. Binding. So.
So. Nether. So, dann gehen wir mal auf Quarzsuche.
So, Productive Bees. Oh, Kacke. Oh.
Oh ja. Stoppen wir den mal eben. So, gucken wir mal, ob wir den Reaktor ein wenig verbessern können. Mit Graphitblöcken habe ich irgendwo mal gelesen. Werden wir mal ausprobieren. Wir haben ja hier fast 10 kW. Ach, zwischen die einzelnen Fuel Rods kommt einfach Graphitblöcke. Mal gucken und dann, wie gut das läuft. Oh, ich habe zu viele gemacht. Wow, haben wir da ein bisschen mehr dazu bekommen. Achso, feinste Luft, ja. Einfach gar nichts. Also wir haben da eindeutig eine Verbesserung, aber gerade mal um 10 kW. 1 kW. Oh. Probieren wir das mal aus. So. 10,9.
Also die hat auch super funktioniert und das ist sogar ein bisschen besser als die Graphitblöcke. Hi. Achso, oh nee, warte. Ich hab den blöden Dingsens an. So, bitteschön. Okay, ich habe mich schon gewundert. Reicht dir das? Ja, das reicht. Jo, bitte, bitte. Dann auf Wiedersehen. So. Die gute Tat des Tages erledigt. Das passt. Rose. Thank you.
Schon wieder keine Pattern. Oh, das ist nett. Kannst du den wenigstens gebrauchen?
Was war Astegon für ein Viech? Ah, okay. Eine Mining Level 4. Boah, Alter. Ja, also dann 10 Stück oder so, dann oben auf das neue Erzgebiet und dann gib ihm oder was? Ja, das habe ich auch gemerkt. Wenn du die dann auch noch mit dem richtigen, wie heißt das gleich noch, Ding hast, dann geht's so krank ab. Oh Gott. Okay, aber dank des neuesten Updates kannst du wenigstens noch ein bisschen laufen.
Und wie lange hast du gebraucht vom Teleporter bis zu deiner Truhe? Einfach mal eine Dreiviertelstunde. Ja.
So, das haben wir ja jetzt.
Ja, so, dann können wir hier noch eben Cables bauen und dann sieht das langsam ganz gut aus für der Server darf laufen.
Ja, das ist ja klar, die ballern ja hardcore raus. Das ist völlig gestört gefühlt. Und ich habe auch das Gefühl, dass der Levelunterschied sehr krass ist in dem Spiel. Also je irgendwie nur ein, zwei Level reichen aus, dass das schon echt immens ist. Deine eigenen Waffen oder die Gegner? Ach, das meinst du mit Waffen? Ich dachte, du meinst deine Schusswaffen oder sowas. Okay. Haben die dann einfach eine Maschinenpistole oder wie? Okay. Das ist... ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Aber wahrscheinlich ist wirklich diese Level-Differenz einfach zu krass, dass er das nicht richtig umsetzen kann.
okay. Wie viel hast du mit 32? Wahrscheinlich irgendwas bei 400 oder sowas, ne? Okay, das wundert mich dann. Ups. Oh, Gott, oh Gott, oh Gott.
Eine Resine. Wieder auf Suchtour nach Bienen. Ah, oh, ich hätte mal lesen sollen. Okay, ich mache mir hier zu viel Stress. Schokolade habe ich, ja. Okay, alles umsonst gewesen.
Ich glaube, ein düsteres Riesenei hatte ich noch nicht. Glaube ich. Bitte was? Das ist ja... Kannst du einfach durch eine Region durchschnitzeln, schießt alle Gegner an und die werden dann automatisch gefangen, oder wie? Definitiv. Wie bescheuert. Also ganz ehrlich, wenn jemand mit einer Schusswaffe durch die Gegend läuft und auf irgendwelche Monster schießt und die dann in irgendwelche Sphären einsperrt, würde ich auch sagen, dass man sich bedroht fühlt. Oder?
ja, ist klar. Vor allem Artenschutz. Aber kannst du deine Art nicht auch einfangen und versklaven? Also siehst du, also ist das doch ganz natürlich, was du, dass das völlige Sklaverei da ist. Und du kannst ja auch in die Naturschutzgebiete einbrechen und noch mehr Pales sammeln. Also.
So, wir machen jetzt noch den letzten Rest vor Streamende. Ich will die Query nochmal anschmeißen und ein paar Ressourcen noch aussortieren. Und dann sollten wir dadurch, dass wir die Bienen schon ein bisschen mehr haben, morgen dann ein paar weitere züchten können. Oh. Oh, wie hast du das geschafft? Oh, und dann ungünstig aufgetreten und dann zack. Oh Gott. Ja. Oh. Kenne ich irgendwoher. Was machst du für Sachen? Ja, also da kann ich echt nur sagen, da drücke ich dir echt die Daumen. Thank you.
Danke, ich wünsche dir auch eine gute Nacht und viel Erfolg morgen und gute Besserung auf jeden Fall.
So, ich werde jetzt auch offline gehen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Morgen habe ich meines Wissens nach keinen Termin. Das heißt, Moment. Nee, morgen habe ich keinen Termin. Das heißt, ich bin so ab 18 Uhr wieder online. Genau, und dann werden wir uns einige mehr Bienen reinziehen. Ich habe vor, erstmal hier draußen ein bisschen zu bauen. Und wir holen uns dann Quarry Bees. Und die können uns dann Rohstoffe herstellen, wie Sand, Clay, Stein und. Und ja, genau, das ist so der Plan für morgen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine gute Nacht und dann bis morgen. Genau, also schönen Abend euch noch und danke fürs Zugucken. Bis denne.